Hallo und herzlich willkommen. Für heute habe ich ein Strickmuster für euch vorbereitet, der aus Ajour und auch aus Zöpfen besteht. Die Skizze hat mir eine Zuschauerin zugeschickt. Ich musste nur das mit meinen Zeichen jetzt in Anführungsstrichen übersetzen, um das für euch einfacher zu machen und mit den Zeichen, die du schon kennst. Ich habe das ausprobiert. Ich bin der Meinung, wir haben das schon vor langer Zeit auch zusammen gestrickt. Das sieht wirklich ganz, ganz toll aus, wie du siehst. Gleich erkläre ich euch die Skizze. Das ist die linke Seite. So sieht die aus. Und es ist ein großes Muster. Hier ist nur ein Rapport gestrickt. Ich habe hier zwei Rapports gestrickt auf diesem Beispiel. Ich habe das mit etwas dicker Wolle gestrickt. Heute mit dir würde ich etwas dünnere Wolle verwenden. Wir kommen erstmal zu unserer Skizze. Wir haben das wirklich hier sehr einfaches Muster. Wir haben Maschenzahl teilbar durch 34 und nach oben haben wir 10 Reihen. Wenn du in rund, natürlich plus 2 Randmaschen, wenn du in Reihen strickst. Wenn du in Runden strickst, hast du nur Maschenzahl teilbar durch 34, hast du keine Randmaschen, aber nach oben hast du auch 10 Runden. Die geraden Reihen oder die geraden Runden, die strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Also, hier haben wir rechte Maschen, dann in Reihen erscheinen die als linke und so strickst du die. Die schwarzen sind linke Maschen, die erscheinen in geraden Reihen als rechte Maschen. So strickst du die auch. Das ist das, was du hier dazwischen hast. Das sind die Maschen. Und auf der rechten Seite hast du die als linke Maschen. Dann haben wir in grün Umschläge. Die Umschläge in geraden Reihen strickst du nach links. Drei Maschen zusammen überzogen, das zeige ich euch. Und drei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Dann haben wir hier als erste drei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit liegen und drei Maschen auf die Hilfsnadel hinter die Arbeit liegen. In Runden strickst du die geraden Runden. Wenn du hier rechte Maschen hast, erscheinen die als rechten, die linken erscheinen als linken. Umschläge strickst du nach rechts und auch die Maschen, die wir zusammenstricken, strickst du auch nach rechts. Ich würde heute mit euch ein Rapport in der Breite und ein Rapport nach oben stricken. Ich habe auf der Stricknadel jetzt 34 Maschen für ein Rapport plus 2 Randmaschen. Erste Reihe, die Randmasche, die erste abhebe ich und die letzte Randmasche stricke ich nach links. Nach der Randmasche haben wir 16 Maschen, die wir nach rechts stricken. Die zehnte, 2, 2, 4, 6, 8, 10, vierzehn, 15 und die 16. Jetzt in der Mitte haben wir die zwei linken Maschen. Und nach den zwei linken Maschen kommen wieder 16 Maschen, die wir nach rechts stricken.
Wenn du die 16 Maschen fertig hast, wiederholst du deine Rapports und nach deinem letzten Rapport strickst du nur eine Masche nach links, das wäre dann die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die nächste geraden Reihe strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Also die, die wir jetzt die 16 nach rechts gestrickt haben in der ersten Reihe, strickst du hier nach links. Die wir in der ersten Reihe nach links gestrickt haben, strickst du nach rechts. Die dritte Reihe, nach der Randmasche, haben wir 6 Maschen, die wir nach rechts stricken. Und die sechste. Dann kommen 3 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Die nächsten 3 Maschen, die auf deine linke Stricknadel sind, die strickst du hier von vorne zusammen nach rechts. Und die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Deswegen sage ich immer 3 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Dann kommt ein Umschlag. Eine rechte Masche, ein Umschlag und wieder 6 Maschen rechts. Und die sechste. Dann in der Mitte haben wir die 2 linken Maschen und wieder 6 rechts. Und 6, ein Umschlag, eine Masche rechts, ich muss gucken, ob ich hier, doch, eine Masche rechts, ein Umschlag, jetzt eine Masche abheben, ohne zu stricken. Die nächsten 2 Maschen, die strickst du zusammen verschränkt. Und die abgehobene Masche ziehst du über die eine gestrickte. Und jetzt biegt sich die Masche, die hier entsteht, nach links. 6 Maschen rechts und nach den 6 Maschen wiederholst du deine Rapports. Nach deinem letzten Rapport strickst du eine Masche nach links, das ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die vierte Reihe strickst du wieder so, wie die Maschen erscheinen. Die Umschläge strickst du nach links auch. Wenn du in Runden strickst, strickst du die Umschläge nach rechts. Fünfte Reihe, Randmasche. Nach der Randmasche stricken wir 4 Maschen nach rechts. Dann kommen wieder 3 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also wieder von vorne und Faden holen. Aus 3 Maschen machen wir eine. Eine rechte Masche, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag. 7 Maschen rechts. In der Mitte wieder 2 Maschen links und wieder 7 Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, eine Masche abheben, die nächsten 2 Maschen zusammen verschränkt, also von hinten, und jetzt die abgehobene über die 2 gestrickten. 4 rechte Maschen. Nach deinem letzten Rapport strickst du nur die Randmasche, dann wendest du die Arbeit und die nächste Reihe wieder, so wie die Maschen erscheinen. Siebte Reihe. Die Randmasche. 2 Maschen rechts. 3 Maschen stricken wir zusammen nach rechts. 2 Maschen rechts, ein Umschlag,
eine rechts, ein Umschlag, zwei rechte Maschen. Jetzt brauchst du deine Zopfnadel. Ich mache das ohne Zopfnadel, und zwar du nimmst drei Maschen auf die Zopfnadel. Legst die drei Maschen vor die Arbeit. Die nächsten drei Maschen, die auf der linken Stricknadel sind, die strickst du einzeln nach rechts und dann holst du die Maschen von der Zopfnadel auf die linke Arbeitsnadel und auch die strickst du nach rechts. Dann haben wir zwei Maschen links und wieder brauchst du deine Hilfsnadel. Dann nimmst du drei Maschen auf die Hilfsnadel, legst die Maschen hinter die Arbeit mit der Zopfnadel, die nächsten drei Maschen von der linken Stricknadel, die strickst du nach rechts und die drei Maschen von der Zopfnadel strickst du auch nach rechts. Zwei Maschen rechts, ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag, zwei rechts, eine Masche abheben, die nächsten zwei Maschen zusammen verschränkt und die abgehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen rechts und nach deinem letzten Rapport hast du nur die Randmasche, die stricke ich nach links. Dann wendest du die Arbeit und die achte Reihe, die strickst du wieder, wie die Maschen erscheinen. Die vorletzte Reihe, neunte, Randmasche. Nach der Randmasche strickst du drei Maschen zusammen nach rechts, also wieder von vorne und Faden holen. Drei rechte Maschen. Ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag. Neun Maschen rechts. Zwei Maschen links in der Mitte. Wieder neun rechte Maschen. Sechs, sieben, acht und neun. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei rechte Maschen, eine abheben, zwei zusammen stricken und die abgehobene über die gestrickte ziehen. Eine Masche links, das ist die Randmasche. Dann wenden wir die Arbeit und haben die letzte zehnte Reihe oder zehnte Runde und da stricken wir, so wie die Maschen erscheinen. Wie du siehst, hier wo wir in der neunten Runde rechts gestrickt haben, hier erscheinen die als linke. Hier haben wir von neunter Reihe einen Umschlag, den stricken wir nach links. Hier wieder ein Umschlag, der wird hier nach links gestrickt. Wenn du jetzt in Runden strickst, strickst du den einfach von vorne nach rechts. Dann in der Mitte kommen die zwei Maschen, die wir in der ungeraden Reihen links gestrickt haben. Hier erscheinen die als rechte Masche und so weiter. Ich hoffe, das ist nicht so schwer für euch. Es ist, wie du siehst, ganz tolle Muster. Und jetzt für Winterzeit kann man das wirklich für jedes Projekt verwenden. Ob in Reihen oder in Runden. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Und viel Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Eure Mira.